Heyo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge What the Car. Und heute fangen wir mit Episode 5 Fahren an. In der letzten Folge haben wir Episode 4, Verlängerung, hieß sie glaube ich, abgeschlossen. Da hatten wir viel mit Giraffen zu tun, weil, ne, lange Giraffen und so. Und heute können wir endlich in Episode 5 als Auto mit Beinen das Fahren lernen. Und wir haben ja 4 Wege offenbar. Einen Schrottplatz, ein Fahrradverleih, eine Rennstrecke und die Schleife. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal links an beim Schrottplatz. Schrottplatz klingt gut. Hier sieht eh schon alles ein bisschen aus wie ein Schrottplatz. Also, ne? Okay, ja, ist in Ordnung. Ich fasse deine Räder nicht an. Ja. Schauen wir mal, was wir hier machen. Stimmt, fahren. Ich hoffe, fahren. Car in Real. Car in Real. Okay, ja, wir fahren. Das stimmt. Uns wurde nichts Falsches versprochen. Oh Gott. Ich muss da rechts lang für die Karte. Okay, ganz ruhig. Ohne Boost. Einfach schön. Wir müssen ein sogenanntes Einrad. Kennt man natürlich. Diese schönen Autos in einem Rad. Wie das sich da drinnen dreht, das sieht so dumm aus. Es hat einfach dieses ganze Auto einfach in ein Rad gesteckt. So. Ich wollte jetzt einfach ein bisschen Boost geben am Ende, damit es ein bisschen schneller geht. Gut, ich habe meine Lektion gelernt. Ich gebe keinen Boost. Ich will doch einfach nur die Karte haben. Das war Boost. Zu viel Boost. Wenn ich keinen Boost gebe, ist es so langsam, dieses Rad. Wenn ich Boost gebe, ist es einfach viel zu schnell. Okay, wir machen das jetzt ganz langsam. Was soll schon passieren? Ganz ruhig. Ohne Probleme. Durch die Hindernisse durch. Einfach entlang. Nicht stressen lassen von der Musik. Ich bin das Rad. Ich bin das Rad. Und jetzt, oh Gott, jetzt nur noch ins Ziel kommen. Ist ganz schön toxisch hier, die Umgebung. Wenn ich das so sagen darf. Also wenn ich die beschreiben müsste irgendwie, dann würde ich sagen, toxisch. So wie Twitter. Car and Wheel. Okay. Dann machen wir das nochmal. Nochmal Speed. Jetzt schön den Boost benutzen. Jetzt gehen wir da auch nicht lang. Das ist nur Zeitverschwendung. Den Boost nehmen wir mit. Hallo Berlis. Ich muss hier durch. Den Boost nehmen wir noch mit. Und einfach rein. Nochmal den Bär umgehauen. Und Gold. Super. Du musst das. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier noch ein paar Level, okay. Was haben wir denn hier? Zeig mal her. Hamster Wheel, okay. Wieder ein Rad, aber ein größeres Rad. Ein Hamsterrad. Oh no, okay. Ich glaube, ich muss... Einfach, ich kann Gas geben, okay, ich kann diesmal keinen Boost geben, ich kann einfach gedrückt halten und kann Gas... Was ist das denn? Sind das Kühe? Wieso stehen hier einfach random Kühe rum? Mit Betonung auf Stehen auf zwei Beinen hier rum. das lässt sich cool steuern, das Rad. Das fühlt sich gut an. Das ist super. Ich weiß zwar immer noch nicht, wieso hier Kühe sind, aber ich finde das super. Ist der da rechts irgendwo hochgekonnt? Als Abkürzung oder ist da die Karte? Wo ist die Karte? Habe ich die schon verpasst? Karte? Ich habe keine Karte. Da oben, warte mal. Ich habe gerade ganz klein im Hintergrund habe ich oben in der Luft die Karte fliegen gesehen. Warte mal. Wo war die?
Okay. Ich halte meine Augen offen. Nach fliegenden Karten. Da oben! Da oben! Oben rechts. Okay. Ich muss da rechts hoch. Ah, okay, als bekommen muss ich doch hierher. Um die Karte zu bekommen. Wow. Oh, wow. Okay, ich muss den ersten Boost, die erste Boostfläche auch noch mitnehmen, damit ich die bekomme. Okay. So, und jetzt nochmal hier hoch. Ja, ja, ja. Jetzt auf die Boostfläche und die zweite und ja. Perfekt. Ich weiß dann immer noch nicht, wieso hier Kühe rumstehen, aber ich akzeptiere den Fakt auch einfach. Es stehen ja auch überall Bären rum. Das habe ich schon akzeptiert. Und wir haben auch gleich Gold bekommen. Crown Hamster Wheel. Das ist cool. Ah, da gibt es sogar ein Community Level dazu. Okay, das ist cool. Das will ich machen. Ja. Sehr schön. Roll of Toxic Experiment. Oh, hey. Der Map Creator sprengt erstmal die Bären hier weg. Ist aber nicht nett. Huch! Aliens! Okay. Hier explodiert einfach alles. Don't mind me. Ich muss hier mal durch. Ach, hier ist schon das Ziel. Was? Okay, und Gold. Wie gesagt, ich hinterfrage in dem Spiel eh nichts mehr. Also, ich nehme sie einfach nur noch hin. Nee, ich will nicht nochmal. Reicht mir. Okay. Was haben wir denn hier? Was für eine Art Rad haben wir hier? What is time for wheel? Wow. Okay, das lässt sich sehr komisch steuern. Oh, aua. Okay, aber hier ist die Karte. Die habe ich schon mal, das ist gut. Ah, da kommt auch gleich das Ziel. Ja, aber das ist irgendwie cool, dieses Rad. Eintriften. Miau. Ich bin gerade einfach. Ich bin ein Auto, was in einem Rad. Was ein Rad steuert, was sich bewegt wie ein Fahrzeug. Okay. Ja, 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 ich, ne? Machen wir das nochmal. Hallo Aliens. Ah, die ziehen einen richtig hoch in dem Laser. Ah, okay. Okay. So, jetzt hier nochmal schön auf die Schnellstraße. Und ab ins Ziel. Yeah! Okay, ja, das ist auch ein cooles Fahrzeug. Wir haben Gold. Perfekt. Mehr möchte ich auch nicht. So. Welches Rad jetzt? Auf dem Bild sah es gerade aus wie nochmal. Ja, nochmal. Nein. One wheel to rule them all. Schöne Anspielung, ja, in Ordnung. Ah, Mensch. Was ist das denn hier? Oh, voll der Skaterpark hier. Yeah. Und meine Bär-Fans sind auch mit dabei. So, jetzt. Wow. Okay, driften kann man mit dem Ding auch ganz gut. Ja, also es fühlt sich zum ersten Mal an, als würde ich ein richtiges, normales Racing-Game im Prinzip spielen. Es ist so, als wäre es ein richtiges Fahrzeug fast irgendwie. Komisch. Das passt nicht zu dem Spiel. So. Den Weg haben wir schon mal abgeschlossen. Sogar 25% auch schon. Ja, aber das Community-Level machen wir trotzdem noch. Und hier geht es auch noch irgendwie weiter. So. Wir müssen durch diese Brühe durchfahren. Macht ein bisschen fatschige Geräusche, aber gut. Kann ich da durch? Ah, da kann ich durch. Oh, das bremst einen komplett aus, aber. Okay, toll. Brennen ein paar Fässer, okay. Boah. Das sind ein paar stachliche Bäume. Okay, das ist wirklich eine richtig coole Rennstrecke einfach. Okay. Darf da halt echt nicht reinkommen und hat man richtig ausgebremst. Hopp. Sorry. Don't mind me. Okay, da muss man erstmal ein bisschen Gefühl für bekommen, wie der driftet mit dem Ding. Weil der kann die Kurven schon echt gut nehmen mit dem Rad. Man muss es nur hinbekommen.
Din, 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 din. No, ist einfach hinter dem Start ist einfach das Ziel. Okay. Interessant. Okay, ich muss das auf jeden Fall viel schneller. Oh. Okay. Viel, viel schneller. Kann ich? Ich will mal was ausprobieren. Ich will was ausprobieren. Kann das Ding da hochfahren? Nicht ganz. Aber das schaffe ich. Okay. Challenge accepted. Da komme ich außen rum. Ja, nein. Okay. Bisschen langsamer. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Okay. Okay. Ganz vorsichtig. Ja. Haha. Ausgetrippelt. So muss das. Kennst das Ziel ja nicht einfach hinter dem Start machen. So. Ich geh erstmal hier lang. Was haben wir denn hier? Feature Engine, hallo? 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 Die mich sogar dodgen, ne? Ich muss die nicht mal. Die springen aber von mir weg. Und hier ist ein Fahrstuhl. Da drüben auf dem Parkplatz sind Räder ohne Auto. Ist hier ein Totenkopf-Level? Ist bestimmt ein Totenkopf-Level, oder? Oh! Eine Wasserbahn! Eine Wasserrutsche! Ich schwimme da drin. Das kann man eine schwere Rutsche nennen. Ein Wasserschnellweg. Ja. Wenigstens nicht so eine grüne Brühe wie da unten. Huch. Mission Tennis spielen? Krieg ich dann hier so eine Figur wieder? Okay, spielen wir Tennis. Oh, let's go. Gegen ein Rad. kannst nichts gegen mich. Du bist nur ein Rad. Und ich bin ein Auto mit vier Rädern. Hab ich daneben geschlagen? Ah, okay. Das zählt als Win für mich. Gut so. So muss das. Zeig, was du kannst, Rad. Ich habe mehr Macht als du, Rad. Wow. Okay, er hat die gleiche Taktik gegen mich angewandt. Er hat einfach dahin geschossen, wo man es nicht annehmen kann. Was machst du jetzt, hä? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ja! Bam! Nochmal da raus. Ja. Dumm gelaufen, Rad. You got served. Ich hab Achievement dafür bekommen. Okay, cool. Und wir bekommen eine Trophäe. Eine Quietsche-Entchen. Cool. Nehme ich. Cool. Mal wieder so ein Minigame gehabt. Hallo, Quietsche-Entchen. Okay, dann können wir jetzt zurückgehen und den Generator mal anschalten. Oh, die Lebensschilder sind einfach hier gelandet, hier drüben. Auch cool. Okay, Generator an. Und es geht zurück. Und ich würde sagen, wir können noch einen zweiten von diesen Wegen auf jeden Fall noch machen. Nämlich hier oben, den Fahrradverleih. Okay. Wenn wir jetzt ein Auto auf dem Fahrrad sind, dann... Wieso nicht, ne? Wir sind bestimmt jetzt einfach auf dem Fahrrad. Car on Bike. Wie gesagt, wir sind einfach ein Auto auf dem Fahrrad. Mit Düsenantrieb. Ganz wichtig natürlich. Oh, schon wieder links lang. Ja! Yeah. Okay, ich hätte da hochgemusst. Nein! Okay. Ich fahre trotzdem nochmal ins Ziel, vielleicht reicht es ja für Gold eventuell. Kann ich einfach durch? Ja, kann ich. Okay. Besonders auch noch so ein Fahrrad mit einem Kopf so vorne dran. Das reicht echt für Gold, cool. Okay, jetzt noch die Karte einsammeln.
Der tritt halt wirklich da in die Pedale vorne rein, ne? Man sieht's leider nicht. Kann auch die Kamera leider nicht schwenken. Aber man sieht ganz leicht, wie er, glaube ich, dass er da in die Pedale tretet, weil er so hin und her wackelt. Das ist geil. So, die Karte haben wir. Jetzt noch rein ins Ziel. Yeah! Car on bike. Das haben wir. Und nochmal. Sah nochmal aus wie Fahrrad. Ja. Ach nö! Ich hab grad überlegt, wo die hin wollten mit dem Joke. Aber oh nee. Toxic Roads. Take me home. Oh, hier ist eine Abkürzung. Okay, ich nehme die Abkürzung. Einfach hier runter. Ja, cool. Beat. Hier sind wieder die random Kühe. Vielleicht sind das ja sogar die Aliens. Warte, die können mich doch... Ah, Mist, hab's nicht ganz geschafft. Vielleicht sind das ja die Aliens. Da kommen die UFOs her. Das sind einfach... Die Kühe sind die Aliens. Weil, wieso nicht, ne? Ich sehe da hinten die Karte. Komm ich von hier dahin? Wo hat mich das hingeschubst? Okay. Die Plattform möchte ich nicht nehmen. I guess. Aus dem Weg. Ich muss hier durch. Oh. Okay. Nee, ich nehme das diesmal nicht. Ich gehe jetzt einfach hier durchs Gebüsch. Ja. Sieht besser aus. Da haben wir auf jeden Fall die Karte. Gehen wir hier noch lang. Und dann sind wir auch schon im Ziel. Ohne Probleme. Oh! Hat sogar für Gold gereicht. Let's go. Toxic Roads, take me home. To the place. Und oben ist wieder der Wissenschaftler. Da haben wir noch ein Fahrradlevel. Stimmt. Da links. Car Phone Home. Soll das jetzt eine E.T.-Anspielung sein? Weil das war eine ganz schlechte Anspielung. Also macht Sinn mit den Aliens, die hier sind, ne? Aber wow. Ganz schlechte Anspielung. Okay, für die Karte muss ich auf der Plattform landen. Wahrscheinlich mit etwas weniger Speed komme ich das hin. Huch, da wurde ich ausgebremst. Wieso auch immer. Egal. Für die Karte ist auch egal. Brauche ich auch kein Gold. Erstmal hier schön ganz wenig Speed. Schreien, ja! Ganz ohne Probleme. Ganz easy die Karte bekommen. Jetzt noch hier hoch. Und, Alter, hier sind ja einige UFOs. Richtige Kuh-Invasion hier. Okay. Car Phone Home. Karte haben wir. Jetzt noch die Goldkrone, so wie im Meer. Wenn ich jetzt hier nicht ausgebremst werde, dann ist das, sollte das auch ganz möglich sein. Und ich werde komplett ausgebremst und gebodyblockt von der Kuh. Okay, so sieht doch schon besser aus. Ich will trotzdem hier lang, glaube ich. Okay, ich muss ein bisschen mehr Boost mehr sparen. Für den Sprung. Und sollte das machbar sein? Ja, so sieht gut aus. Genau. Okay, das war nicht so gut. Okay, ganz ohne Boost geht das dann auch nicht. Aber ich will den Sprung schaffen. Ja, das war nicht so gut. Habe ich im falschen Zeitpunkt geboostet. Das Boosten, wenn ich ankomme, genau. Dann mache ich diesen Jump. Okay, ich versuche mal einfach hier lang. Ich glaube, es sollte eventuell schneller sein. So, jetzt mal schnell hier rein, genau. Die Kurve nehmen. Und hier hoch. Wir boosten gleich und rein da. Okay. Ja. Ja, reicht. Perfekt. Super. So, Mozart. Und sogar hier noch ein Community-Level mit dem Fahrrad. Auch super. Hoffentlich.
Bike with Hot Booster? Okay. Wieso hot? Huch. Okay. Wo bin ich? Kann man doch schon wieder irgendwo abkürzen. Gott, was machen die für Geräusche, diese Kühe? Und rein da. Okay, am Anfang habe ich auf jeden Fall eine Umrundung zu viel genommen. Okay, ungefähr vier Sekunden muss ich schneller sein. Das kriege ich doch hin. Doch, guck mal, hier kann ich gleich links lang. Ja, das ist auf jeden Fall etwas schneller. Hallo, 4 Sekunden. Hallo! Angriff! Weg mit dir, UFO! Okay. Super. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir noch hier hoch. Hey, warte auf mich. Danke. Haben wir hier noch ein paar Level? Hallo, Wissenschaftler. Ist irgendwas? Im Landemodul. Oh, da ist jemand mit dem Jetpack weggeflogen. Hinten ist sogar noch ein Totenkopf-Level. Oh. Ah. Jetpack. Ich hab jetzt Jumps. Okay. Oh, da geht's nach rechts. Aha. Der Weg für die Karte. Wahrscheinlich. Ich hab die da oben schon gesehen. So, okay. Boah, das Jetpack hat auch richtig viel Aufladung. Oh, das wird ein weiter Sprung. Da kommen auch sofort die Fässer nach der Landung. So. Jetzt noch die Kurven hier nehmen. Du schaffst das Fahrrad, du schaffst das Fahrrad. Auto auf Fahrrad. Da ist eine Möwe da hinten. Ist die verstrahlt? Die leuchtet so sehr, ja. Hallo, Möwe. Oh, das kleine Ziel auch hier. Okay. Damit haben wir die Karte. Car on Bike with Jetpack. Ganz wichtig. So, jetzt einfach noch normal ins Ziel. Viel machen kann ich, glaube ich, nicht, um schneller zu sein. Ich kann auf jeden Fall noch die Speed-Plattform hier mitnehmen. Dann gehe ich gleich hier hoch. Ich gehe einfach geradeaus. Oh. Ich hier lang für die Speed-Plattform, für den Boost. Ja, und dann noch schön gemütlich einfach ins Ziel mit dem Fahrrad schön reinfahren. Sollte reichen, ne? Ja, hat gereicht. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir hier noch 2 Level und ein Community Level. Sehr schön. Nochmal, ja. Pick me up before you go go. Gott. Das war jetzt die zweite Song-Anspielung hintereinander. Es reicht. Bike me up before you go go. Oh, go go. Oh, joi, joi. Wo gehe ich lang? Das sieht mir schon ein bisschen aus wie die Abkürzung. Oh, da ist die Karte. Gute Abkürzung, gute Abkürzung. Diese Kühe, ey. Hallo? Ich habe gefühlt 80% der Strecke geskippt und die Karte eingesammelt und hab Gold. Perfekt. Mehr will ich nicht. Ich bin zufrieden. Aber wir sind jetzt schon bei 50%. Okay, aber wir haben hier noch ein Level hier. Bike me up, Scotty. Bike me up, Scotty. Mhm. Okay, wenigstens kein Song. Ist in Ordnung. Oh, komm ich da hin? Ja, ich kann da außen rum. Aha! Toxische Wasserfälle. Oh, ich muss da hoch! Ich muss da hoch! Komm ich zur Karte? Ah, nein! Ich hätte mehr Boost. Ich muss mehr boosten. Ich muss direkt von Anfang an das Jetpack benutzen. Okay.
Aber die Karte bekomme ich. Die Karte bekomme ich. So. Ja. Uiuiui. Ich bin wieder hoch. Genau. Hallo Kuh. Hallo Kuh. Sagt der Mu. Sagen die Mumu? Also. Mumu. Mumu. Okay, die Karte haben wir. Das ist jetzt schon vom Speed her. Reicht? Weiß ich nicht. wahrscheinlich nicht. Aber mit etwas Glück. Huch, da unten sind die Ninja. Oh, da war eine Ratte und Turtles. Da waren die Ninja Turtles. Nein, nicht. Ich wollte nochmal. Nein, ich brauch Gold. Eine silberne Krone. Bah, was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Ja, ist in Ordnung. Einmal hat gereicht. Okay, ich gehe, denke ich mal, trotzdem die Abkürzung da rechts, aber geh die einfach mal bis zum Ende. Eventuell bin ich da dann schneller, wenn ich den Weg gehe. Ich gehe jetzt nicht hier hoch, sondern ich gehe jetzt einfach hier unten weiter. Ah, guck mal, hier sind auch nochmal Speed-Plattformen. Ja, sollte schneller sein. Ja, ja, sieht gut aus. Au. Okay, cool. War nicht geplant, aber hat funktioniert. Guck da unten, die Ninja Turtles. Und Splinter. Cool, und Gold. Super. Dann haben wir dazu sogar noch ein Community Level. Schauen wir mal, was hier gemacht wurde. Bike through crazy race. Okay, ich geh einfach hier lang gleich. Oh nein. Okay. Wieso soll ich den Weg lang fahren, wenn ich ein Jetpack habe? Das klingt für mich unnötig. Wenn ich ein Jetpack habe, brauche ich keine Wege. Okay, das war dann sehr kurz. Und Gold. Okay, irgendwie hatte ich in den ersten beiden Episoden viel mehr Probleme mit den Community-Leveln. Aber die gehen ja echt gut klar hier. Okay. Jetzt haben wir noch ein Totenkopf-Level und den Generator können wir aktivieren. Ja, ich würde sagen, wir gehen in das Totenkopf-Level rein. Und ich aktiviere erstmal den Generator. Aktivieren erstmal den Generator und dann gehen wir gleich nochmal hier zurück. Und unten sind auch Schildkröten. Cool. Die da drin überleben, ist auch interessant. In dieser grünen Brühe da unten. Aber cool. So, ich gehe jetzt nochmal zurück. Und dann machen wir jetzt hier das Totenkopf-Level. Muss ich aber erstmal natürlich wieder hinkommen. Den Pistons, die einen hier aus dem Boden. Wow. Bitte rutsch nicht ab, rutsch nicht ab, rutsch nicht ab, rutsch nicht ab. Okay, sehr gut. So, dann haben wir hier den Totenkopf. Lassen Sie mich rein, bitte. Dankeschön. Und sind das wieder zwei Level? Ne, ist ein Level. Ah, okay, ich komme auch dann direkt wieder zurück. Gut, dann hätte ich danach auch den Generator aktivieren können, aber egal. Oh nee. Ich werde durchgängig rutschen. Oh nee. Okay, und wir sehen oben links schon die Karte. Ja, mal schauen. Bike me up inside. Bike me up inside. Okay. Komme ich da rüber? Ja, nein. Komme ich da links zu der Karte direkt? Wahrscheinlich nicht. Nee, das ist viel zu weit weg, um darüber zu fliegen. Ja, das ist viel zu weit weg. Glaube ich. Ja, ich muss da irgendwie anders hinkommen. Aber hier komme ich doch bestimmt irgendwie rüber. Ja, guck. Schöne Abkürzung. Noch hier gleich rüber. Wupp. Kleiner Jump. Wir sind immer noch ein bisschen rutschig. So, jetzt muss ich hier links lang für die Karte. Das wird schrecklich, oder? Muss ich da lang? Ging's da weiter? Oh Gott. Das wird schrecklich. Oh nein.
Oh Gott. Das hätte ich nächste Folge machen sollen. Okay. Ich schaff das. Boah. Ich schaff das. Ich kann halt nicht bremsen. Der fährt dann einfach los. Aber er ist links nicht so schnell. Wie soll ich da langfahren, wenn er so schnell... Es bringt doch auch gar nichts, da lang zu fahren, oder? Ich ignoriere das erstmal. Ich schaue mir erstmal die Strecke weiter an. Wir gehen erstmal weiter. Dann sehen wir, ob wir auch vielleicht anders zu der Karte kommen. Weil ich sehe da hinten, hört da einfach die Strecke auf. Das ist doch bestimmt eine Verarsche. Oder ich komme da dann zurück, wenn ich von der Karte aus. Oh Gott. Nein, das schaffe ich nicht. Oh, ich war zu greedy. Okay. Das ist wieder ein richtiges Totenkopf-Level. Oh Gott, ey. Aber machbar. 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 Okay. Aber wenn wir da wirklich wieder rauskommen, dann muss ich das ja alles dann noch ein zweites Mal machen. Das klingt doch nach Spaß. Ja, okay. 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 Sehr schön. Jetzt den Jump. Oh Gott, wieso hat das nicht gereicht? Hä? Spiel, bitte. Mach das doch nicht so knapp. Ach ja, Totenkopf-Level. Liebe sie. Aber es ist schön, dass es so wenigstens so richtig Challenge-Level gibt eben. Weil manche Level sind schon einen Tick zu leicht. Nein! Oh. Aber die bringen dann schön die Frust mit rein, die Totenkopf-Level. Den Frust, den man braucht. So, jetzt aber. Noch ein bisschen entlang schlittern. Ja. 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 Komm, es gibt schon mal ein bisschen Gas. Und los. Nein, was? Oh. Okay, ja, okay. Okay, ich hab's geschafft. Also ich muss sogar erst relativ spät einfach den Boost aktivieren und dann passt das. Wow. Okay, cool. Danke, Spiel. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich zur Karte komme. Schaffe ich das vielleicht doch irgendwie? Ah, guck mal. Oh, ich kann den Sprung schaffen. Ich kann den Sprung schaffen. Oder? Wenn das schön Speed aufnehme. Ah. Ah. Ich weiß es nicht. Es könnte funktionieren. Oh, ich hab's sogar geschafft. Oh Gott, jetzt muss ich das nur noch... die Karte irgendwie bekommen. Okay. Ich hasse dieses Level. Und dann muss ich es auch noch bis ins Ziel schaffen. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe die Karte. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh, jetzt bin ich hier auf der Strecke. Ja. Wie? Ich hatte, wieso hat sie den Boost nicht aufgeladen? Ja, ja. Hab die Karte wieder. Soweit, so gut. Ist das schrecklich, dieses Level. Okay.
Ja. 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 I fumbled it. Okay. Karte acquired. jetzt noch den Rest. Sorry, wenn ich da wenig rede oder an irgendeinen Stellen wenig rede. Es ist pure Konzentration. Okay. Links lang gehen sollen. Links war irgendwie angenehmer. Nein! Ja! Eieiei, dieses Spiel, ey, macht mich fertig. Safe? Safe? Okay. Ja! 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 Ah. Wake me up inside. Okay. Holen wir mal noch schnell die Goldkrone. ja. War doch ganz einfach eigentlich. Was war das denn? Also, war fast der erste Try, fast der zweite Try. Das ist diese Totenkopf-Level. Ich weiß ja nicht, was die wollen von einem. Die hypen sich viel zu sehr auf. Totenkopf-Level. Was wollen die denn? Gott, ey. Du musst ein richtiges Gefühl bekommen für dieses. Für die gesamte Mechanik einfach. Damit man das hinbekommt mit dieser Karte einsammeln. Na, das ist echt schrecklich. Goldkrone. So, super. Schön. Perfekt. Geschafft. Ich bin auch geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ab welcher Minute das Video jetzt ist. Ich weiß, dass die Aufnahme bei über 50 Minuten ist. Ich glaube, das reicht. Für eine Folge. In der nächsten Folge werden wir die Episode wahrscheinlich abschließen. Noch hier drüben bei dem Weg Rennstrecke und bei die Schleife. Die beiden Wege werden wir noch machen. Bestimmt ist irgendwo auch nochmal ein Totenkopf-Level dabei. Also wird bestimmt auch noch ganz spaßig werden. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Auch bitte für mein Leid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.